Bernd, was ist denn das dort? Das ist doch nicht etwa. Schon wieder so eine Lücke. Leute, wir haben. Der Marco hat hier beim Reden gerade was gesehen. Das gibt's ja nicht. Boah, das ist ein Brocken. Ist das wirklich eine? Das sieht wirklich so aus. Leute, das ist der Hammer. Schaut euch diesen Brocken mal an. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weit weg hier. Da kann der Marco das mal richtig zeigen. Hallo, liebe Pilzfreunde. Heute kann ich euch mal von einem ganz besonderen Standort begrüßen. Ihr seht schon, ich habe jemanden an meiner Seite. Das ist der Marco aus dem Erzgebirge. Mit dem war ich ja schon öfters unterwegs. Und wir haben heute ganz kurz entschlossen, haben wir eine Tour vor. Und zwar sind wir von uns gefahren bis nach Bayern, bis nach Niederbayern und sind jetzt hier südlich vom Bayerischen Wald unterwegs. Wollen mal hier unser Glück versuchen. Wir hoffen mal, dass es hier erfolgreicher sein wird. Aber Marco, du denkst, das wird klappen. Du hast in letzter Zeit ein bisschen den Regen beobachtet. Ja, wir haben in den letzten Monaten, sag ich mal, die Niederschlagssummen beobachtet. Und in der Ecke unten hat es eigentlich ganz ordentlich geregnet. Zumindest so im Bereich der tschechischen Grenze so. Also wir sind hier schon mal im Wald ein bisschen reingegangen. Es sieht nicht ganz schlecht aus. Also wir sind da hier guter Dinge, würde ich sagen. Also ich denke auch, liebe Pilzfreunde, wie gesagt, wir haben hier schon ein bisschen reingeguckt, die ersten Sachen haben wir schon gesehen und jetzt nehmen wir euch natürlich gerne mit auf diese Tour. Pilze suchen oder wie es hier heißt, Schwammerlsuche in Bayern. Na, ich bin gespannt. So, wir schauen mal in mein Körbchen rein und da sind tatsächlich schon die ersten Sachen drin, noch bescheidene Funde, aber wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Hier haben wir einen der Filzröhrlinge, das ist sicherlich die Ziegenlippe mit dem schönen olivbraunen Hut und den schönen leuchtend gelben Röhren, bisschen angefressen, aber immerhin. Und hier drüben haben wir so ein kleines Büschel mit roten Lacktrichterlingen. Hier sieht man sehr schön die dicken, entfernt stehenden Lamellen. Also auch das hier schon ein Fund. Und hier an der Stelle, wo ich gerade stehe, kann ich euch gleich wieder etwas zeigen, denn hier gibt es den grünblättrigen Schwefelkopf. Also die zwei Arten, die jetzt im Korb gelandet sind, sind sogar essbar. Und der grünblättrige Schwefelkopf ist natürlich nicht essbar. Das ist ein magen-darm-giftiger Pilz. Aber hier schaut ihn euch mal an. Also so kann es natürlich gern weitergehen und ich bin wirklich gespannt, was sich heute finden lassen wird. Ja, liebe Pilzfreunde, an alle, die noch keine Abonnenten hier sind auf meinem Kanal, abonniert den Kanal bitte. Das ist hier auf YouTube natürlich kostenlos. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video. Da werdet ihr immer informiert, wenn es mal was Neues gibt. Und über den Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso, sofern euch das Video gefallen hat. Ja, und der Marco hat das nächste gefunden. Der hat mich hier rangerufen. Und da schauen wir mal, was wir hier haben. Wir nehmen den mal schön komplett raus. Ich mache die Basis frei. Das ist ja immer ganz wichtig, einen Pilz immer komplett entnehmen, damit man den wirklich ordentlich bestimmen kann. Denn oft befinden sich ja Merkmale an der Stielbasis. Und so ist es bei dem Kollegen hier auch. Das ist ein Perlpilz. Sehr schönes Exemplar, der sieht richtig gut aus. Hier sehen wir sehr schön die Knollenform, diese zwiebelförmige Knolle, was den hier sehr gut kennzeichnet. Wenn wir zum Beispiel den Pantherpilz hätten, der ja immer wieder mit dem Perlpilz verwechselt wird, da hätten wir eine stark abgesetzte Knolle mit so einem wulstigen Rand und die bezeichnet man als Eselsbrücke, als Kindersöckchen oder Bergsteigersöckchen. Also hier ein schöner Perlpilz, auch hier sind die rötlichen Töne sehr gut zu erkennen. Ich versuche es hier mal gut einzufangen. Also hier diese verletzten Stellen, hier am Hut, haben sich schön rötlich, rötlich-bräunlich verfärbt. Ein sehr schönes, sicheres Merkmal für den Perlpilz. Und gleich haben wir die nächste Pilzart gefunden, hier so am Waldrand im Sonnenschein. Ein bisschen Trockenschaden hat er, weil der steht hier wirklich stark in der Sonne. Und wir werden mal schauen, auch hier wieder die Stielbasis, ganz, ganz wichtig. Denn hier haben wir auch wieder was aus der Gattung Amanita. Und da schauen wir mal, ob wir den gut rausbekommen. Ah ja, wir haben hier an der Basis, ich hoffe, man sieht es sehr gut, so eine lappige Hauttasche. Wir haben einen gerieften Hutrand. Wir haben hier oben sogar einen Hüllrest auf dem Hut. Hier ist von der Gesamthülle was hängen geblieben. Wir haben kein Ring, keine Manschette, also keine Teilhülle. Und da haben wir hier einen der Scheidenstreiflinge vor uns. Und das sollte hier der rotbraune Scheidenstreifling sein. Die Scheidenstreiflinge sind im Übrigen alle essbar. Und hier die Exemplare nehmen wir mit.
Jetzt muss ich an der Stelle mal sagen, ich nehme heute eine ganze Menge wahrscheinlich mit, weil heute die Tour soll auch wieder Vorbereitung sein für eine meiner nächsten geführten Touren. Da nehme ich immer etwas mit, bereite das vor, um den Teilnehmern auch was zeigen zu können, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so viel finden. Also der hier kommt auf jeden Fall mit. Wir sind ja jetzt hier in einem kleinen Buchenwaldstück unterwegs. Ja, normalerweise haben wir hier eine ganze Menge Fichten, aber hier ist mal so ein Stück mit viel Buchen. Und da haben wir hier an Totholz etwas gefunden. Das ist ein Porling. Und zwar ist das hier die Schmetterlingstramete. Über die Schmetterlingstramete habe ich schon mal ein spezielles Video gemacht. Das werde ich auch hier mit verlinken. Das ist ein wunderbarer Heilpilz. Und die Exemplare hier sind richtig schön frisch. Ich habe hier mal eine abgemacht. Richtig schöne weiße Unterseiten. Das ist ein Zeichen dafür, dass das frische Fruchtkörper sind. Die könnte man jetzt hier wunderbar einsammeln. Allerdings werde ich die heute hier stehen lassen. Aber schaut euch gern mal das Video an über die Schmetterlingstramete, über meine Erfahrung, die ich mit diesem tollen Heilpilz gemacht habe. Ja, liebe Pilzfreunde, der Marco hat hier gerade etwas gefunden. Wir sind ja immer noch in dem Buchenwald unterwegs. Und was denkst du, was wir da haben? Das ist auf jeden Fall ein Täubling, ist klar. Ich würde als Frauentäubling vermuten, das können wir gucken. Nee, ist brüchig. Die Nein sind brüchig. Ist ein bisschen bereift hier oben drauf. Also wird das so ein Ort, so ein bereifter Täubling sein. Na, blaugrüner Reiftäubling, ja, das könnte so hinkommen. Brandtäubling ist es nicht, der Lamellensplitter. Ja. Also damit fällt es schon mal aus. Ne? Sehr schön, sehr interessanter Täubling. Ja. Wir vermuten hier blaugrüner Reiftäubling. Man sieht ja sehr schön diesen weißlichen, reifartigen Belag da drauf. Sehr schön. Und wieder haben wir etwas gefunden. Das ist hier wieder ein Täubling. Den nehmen wir mal vorsichtig raus. Ach, ich sehe schon, da ist noch ein zweiter drunter. Jetzt sind wir hier allerdings im Fichtenwald unterwegs. Und das hier sieht schwer nach dem fleischroten Speisetäubling aus. Hier passt eigentlich alles sehr schön dazu. Vor allen Dingen der Junge hier, der kleinere, der sieht natürlich ganz prima aus. Ganz schön jung und knackig. Und den nehmen wir natürlich auch gerne wieder mit. So, Pilzfreunde, ich zeige euch mal, wie der Wald hier aussieht. Wir haben hier eben vor allen Dingen Fichten. Wir haben hier auch sehr schöne Moosflächen. Also hier so von der Anlage her ein sehr guter Pilzwald. Ja, und wieder haben wir etwas gefunden. Wir sind jetzt wieder so ein bisschen durch die Buchen unterwegs. Und das hier sollte ein Täubling sein. Ich hole den wieder vorsichtig raus. Und das sieht hier sehr nach einem Frauentäubling aus. Die Form passt, also wirklich ein sehr stämmiger Täubling ist das, mit einem ganz kräftigen Habitus. Die Farben passen hier sehr gut, also hier solche Violetttöne, wobei es hier ein relativ großes Farbspektrum gibt. Also Frauentäublinge können auch ganz grün sein und alle Mischungen davon. Und wenn ich hier über die Lamellen gehe, da sehe ich schon, die sind sehr, sehr weich. Also hier ein prima Frauentäubling. Ja, und wieder haben wir etwas gefunden, was man hier schon sehr, sehr schön sieht, dass wir einen Röhrling haben und hier vor allen Dingen rote Röhren. Ich nehme den jetzt mal raus. Ich nehme ja heute, wie gesagt, viele Sachen mit, die jetzt auch nichts für Speisezwecke sind, sondern die ich eben dann mitnehme auf meine geführte Tour. Und das hier ist ein sehr schöner, flockenstieliger Hexenröhrling. Ein essbarer Pilz, der von vielen sehr geschätzt wird. Der ist jetzt allerdings schon in so einem Zustand, wo ich sagen würde, für Speisezwecke wäre er mir zu alt. Der ist schon sehr aufgeschirmt, aber für Demonstrationszwecke, für meine geführte Tour ist er auf alle Fälle noch was. Und da nehme ich natürlich gerne mit in unser Körbchen. Der erste Röhrling übrigens für heute. Ja, Pilzfreunde, der Wald ist hier doch ein bisschen abwechslungsreich. Also wir haben immer wieder Buchen stehen zwischen den Fichten. Das wechselt sich immer wieder mal. Und da lässt sich gleich etwas finden. Das ist hier wieder ein Täubling. Und das sollte hier auch wieder der fleischrote Speisetäubling sein. Das sieht sehr danach aus. Also auch der kommt natürlich in unser Sammelkörbchen. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt hat mich der Marco gerade wieder gerufen. Wir haben hier einen sehr schönen Täubling, hast du gesagt? Ja. Ein Täubling gefunden und ein bisschen was Besonderes. Den habe ich auch selber lange nicht mehr gesehen. Der ist bei uns zu Hause wirklich sehr selten. Und hier in Niederbayern ist er uns über den Weg gelaufen. Und der Marco zeigt uns den jetzt gleich. Ja, also hier haben wir den Pfirsichtäubling gefunden.
Bei mir im Erzgebirge habe ich ihn noch nie gefunden. Da freue ich mich natürlich umso sehr, dass wir hier das schöne Bayernland kommen und gleich mit so einem schönen Pfirsichstäubling hier begrüßt werden. Ich nehme mal ihn raus. Ja, das ist wunderschön. So richtig schön samtig wie ein Pfirsich hier oben drauf. Am Stiel hier unten auch so leicht dieser rosa Schimmer, der ist schon da. Ne? Das ist noch ein schönes junges Exemplar. Und hier daneben haben wir gleich noch ein älteres Exemplar, das werden wir natürlich stehen lassen hier. Aber diesen nehmen wir natürlich mit. Ist ein guter Speisebild. Ich werde natürlich den Bernd überlassen für sein Seminar, was er da macht. Da hat er was Schönes zum Zeigen und ja, sehr schöner Fund. Ja, und wieder hat der Marco mich gerufen, weil er was gefunden hat. Da schauen wir gleich mal, was es ist. Also ihr seht schon, hier oben ist der Pilz ein bisschen angefressen, aber hier einen schönen samtigen Hut. Und auch den werden wir mal raushebeln. Ich gehe hier mal mit dem Messer schön drunter. Dann löst er sich ganz gut. Das Loch machen wir wieder schön zu. Und da sehen wir rote Röhren, rot beflockter Stiel. Wir haben wieder hier einen flockenstieligen Hexenröhrling. Und auch der wird mit im Körbchen landen. Ja, liebe Pilzfreunde, hier an dem alten Stumpf steht ein Pilz dran in so grau-bräunlichen Farben. Typisch jetzt hier in der Zeit auch. Auch immer gut zu finden, wenn es nicht ganz so feucht ist. Also auch bei trockenem Wetter lassen die sich eigentlich immer noch ganz gut finden, weil der zieht die Feuchtigkeit natürlich aus dem Holz heraus. Wir schauen uns den mal an. Wir schauen hier mal auf die Lamellen. Man könnte den fast für einen Dachpilz halten. Das wird auch öfters so passieren. Aber das hier ist der breitblättrige Holzrübling. Ist kein Speisepilz. Also das ist auch ein Pilz, wo die Speisewertangaben ein bisschen auseinander gehen. Aber empfehlenswert als Speisepilz ist der nicht. Ja, Pilzfreunde, jetzt sind wir hier an so einem kleinen Wasserlauf. Der ist hier mitten durch den Wald und wenn man hier am Rand schaut, da wächst auch gleich tatsächlich etwas. Hier dieser Pilz, der hier im Moos steht und das ist hier wieder ein rötlicher Lacktrichterling. Na, ich schaue mal, dass ich ihn hier einigermaßen drauf bekomme. Da ist er zu sehen. Direkt hier an dem Wasserlauf. Auch hier haben wir wieder einen sehr schönen Buchenwald mit einem Gewässer, was hier durchfließt. Auch hier werden wir mal unser Glück versuchen, gehen hier mal durch und mal sehen, was sich da so finden lässt. Und bei dem Gang durch den Buchenwald haben wir hier einen schönen Täubling gefunden. So eine ganz typische Farbe hat der. Und wenn ich den jetzt kosten würde, der schmeckt ja so ein bisschen mentholartig. Das ist hier der harte Zinnober-Täubling. Ist durchaus ein essbarer Täubling, ein sehr fester Täubling mit einem ganz besonderen Geschmack. Also das ist durchaus mal etwas, was man probieren kann. Ja, jetzt sind wir hier an so einem Weg und hier an der Böschung von dem Weg, da guckt hier so was Kleines aus der Erde raus. Und da werden wir mal schauen, was das ist. Ich nehme hier wieder das Messer ein bisschen zur Unterstützung. Und versuche den mal vorsichtig. Ach, jetzt zerbricht er mir. Schade, schade. Naja, der ist auch völlig vermadet. Ihr seht es schon. Aber Leute, das ist hier ein Steinpilz. Naja, immerhin ein Steinpilz heute gefunden. Aber der ist wirklich völlig vermadet. Naja, freuen tut es mich trotzdem. Jetzt haben wir hier in dem relativ dunklen Buchenwald noch einen schönen Farbtupfer entdecken können. Das hier ist allerdings kein echter Pilz, sondern ein Schleimpilz. Und auch der häufigste und der bekannteste, das ist hier die gelbe Lohblüte. Aber immer wieder schön anzusehen. So Leute, jetzt wollten wir hier gerade aufgeben in dem Buchenwald und der Marco, der ist fast ausgeflippt. Kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt hier was ganz Tolles gesehen. Jetzt gehen wir drauf zu und ich bin gespannt, was das ist. Aber wir haben natürlich schon eine ziemlich konkrete Vermutung. Ja. Also die Vermutung ist auf jeden Fall da. Da oben seht ihr, das kann eigentlich halt bloß eine breitblättrige Schlucke oder sowas sein. Mann, Mann, Mann. Kann die wahr sein. Ey, das ist ja ein Hammer. Meine Herren, Leute, schaut euch das mal an. Das ist jetzt hier keine Krause-Glucke, die ja auch recht bekannt ist als Speisepilz.
sondern das ist die breitblättrige Glucke. Und zwei wunderschöne Exemplare. Das ist ja Wahnsinn. Schaut euch mal diese Größe an hier. Irre und riesengroß. Wunderschön. Das ist Wahnsinn. Wunderschön. Herrlich. Ist echt der Hammer. Also hier nochmal wirklich ein super Fund. Also bei uns zu Hause ganz, ganz selten. Ich habe es ja mit dem Marco zusammen schon mal gefunden bei ihm im Erzgebirge. Das war schon ein sensationeller Fund eigentlich. Und hier diese zwei wunderschönen Exemplare. Unglaublich. Im Prinzip ist das auch ein Speisepilz. Also essbar ist er schon. Wird aber nicht so gut bewertet wie die Krause Glucke. Hat so ein bisschen seifenlaugenartigen Geruch. Ich habe es auch noch nie probiert, hat noch nie eine Gelegenheit. Also ich kann mir da gar kein Urteil erlauben. Aber wirklich ein fantastischer Fund. So, liebe Pilzfreunde, es ist früh am Morgen. Wir sind munter geworden, genießen jetzt die frische Luft. Ein Tag von unserer Pilzexkursion nach Bayern liegt jetzt hinter uns. Wir haben ein paar schöne Funde gemacht, vor allen Dingen die breitblättrige Glucke. Das war das Highlight des gestrigen Tages. Jetzt wollen wir heute noch mal auf Tour gehen, sind noch mal ein paar Stunden unterwegs. Und ja, das Video folgt jetzt hier gleich dran. Wir haben ja so eine zweitägige Exkursion gemacht, also besser gesagt zwei halbe Tage kann man sagen, weil den ersten Tag sind wir natürlich auch viele Stunden im Auto gewesen anzureisen und die Rückfahrt liegt dann natürlich auch noch hinter uns. Also liebe Pilzfreunde, kommt auch heute mit auf die Tour und ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß mit dem zweiten Teil der Expedition, der Exkursion nach Bayern. So, Pilzfreunde, wir sind jetzt am Tag 2 im Wald angekommen. Wir haben uns gestern Abend hier schon mal so ein schönes Waldstück ausgesucht. Hier gibt es vor allen Dingen wieder Buchen, aber es sind auch immer wieder Nadelbäume dazwischen. Und das sieht eigentlich ganz interessant aus hier. Und hinter mir seht ihr vielleicht so ein bisschen ja, neblig am Himmel oder was man da hinten so sieht, wo das Licht durchschaut. Es ist heute ein sehr trüber Tag. Es ist so leicht nieselig, so ein ganz leichter Nieselregen liegt in der Luft. Aber wir haben schöne frische Luft, ist eigentlich ganz angenehm. Und es soll auch hier im Verlauf des Tages dann ein bisschen regnen. Aber die Prognosen, die ändern sich hier wirklich immer kurzfristig. Wir haben das ja die letzten Tage immer wieder mal so verfolgt. Jetzt geht es jedenfalls hier gleich in den Wald rein. Der Marco ist schon ein Stück reingelaufen und ich bin gespannt, was wir heute finden werden. Ja, Pilzfreunde, jetzt sind wir hier schon eine ganze Weile in dem Buchenwald unterwegs. Der sieht an und für sich nicht schlecht aus, aber hier haben wir bisher nichts finden können, außer diese alten, schon richtig vertrockneten Täublinge hier, wo ich auch gar nichts dazu sagen kann, was das mal gewesen sein könnte. Bis jetzt das Einzige hier. Und wieder haben wir etwas gefunden und das sollte wieder ein Täubling sein. Und der sieht hier wirklich noch schöner und frischer aus. Wir holen den mal raus und ich nehme mal an, dass wir hier wieder einen violettstieligen Pfirsichtäubling haben. Also den wir auch gestern schon gefunden haben und das sollte wieder sein. Die Farbe ist hier ganz typisch und wenn ich hier so mit dem Finger über die Huthaut gehe, da ist das wie so die Haut von einem bisschen feuchten Pfirsich. Lässt sich ganz gut damit vergleichen. Ja, die Finger, die werden auch so ein bisschen schmierig, wenn ich hier so ein bisschen drüber gehe. Das ist ganz typisch. Die Rottöne am Stiel, die kommen, also diese violettlichen Töne, kommen ein bisschen später in der Regel. Bei älteren Exemplaren sind die gut zu beobachten. Aber auch hier sehe ich gerade hier an der Stelle, ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen wird, also hier schon so leichte violettliche Töne dran. Violetter Pfirsichtäubling, ein sehr guter Speisepilz. Und den nehmen wir natürlich auch mit wieder in unseren Exkursionskorb. So, ich bin ein paar Meter weiter gegangen und da schaut mal, ist wieder so ein gelblicher Hut, der hier rausschaut. Auch den nehmen wir mal vorsichtig raus. Na, da werde ich mal das Messer wieder dazu nehmen. Das macht sich immer besser. Also ich benutze das Messer natürlich zum Abschneiden von verschiedenen Sachen, die an Holz wachsen. Aber auch hier zum Heraushebeln ist das natürlich ganz praktisch. Sehr schön. Also der sieht natürlich super aus. Also ein feines, kleines, knackiges Exemplar vom violettstieligen Pfirsichtäubling.
sehr, sehr schön. Also der scheint hier in dem Gebiet wirklich eine Art zu sein, die hier typischerweise vorkommt. Sehr schön. Ja, und wieder haben wir einen interessanten Pilz gefunden. Ein Pilz, der typisch im Buchenwald zu finden ist. Da sind wir ja immer noch hier unterwegs. Das ist der Wurzelrübling, grubiger Wurzelrübling auch genannt. Der hat hier immer so eine besondere Struktur im Hut. Hier haben wir so, naja, so ein bisschen Längsrillen, so ein bisschen in sich gefaltet wirkt das. Im Prinzip ein essbarer Pilz, aber der ist nicht besonders ergiebig. Der Hut ist sehr dünnfleischig. Also ich lasse den immer stehen. Interessant wäre es, wenn wir jetzt den rausnehmen. Da hat er so einen ganz langen, wurzelähnlichen Fortsatz, der also ganz tief in die Erde hineinreicht. Ja, liebe Pilzfreunde, das geht hier mit den Funden wirklich so weiter. Und das ist hier wieder ein violettstieliger Pfirsichtäubling. Also offensichtlich bestätigt sich hier meine Vermutung, dass das hier eine ganz typische Art ist. Und ich denke mal, zur richtigen Zeit hier, im Moment ist es ja noch nicht ganz so optimal. Es könnte natürlich viel feuchter sein. Es fehlt natürlich auch hier ein bisschen an Regen. Ja, und zur richtigen Zeit sollte hier mit denen richtig was losgehen. Ein wunderschönes, festes Exemplar. Der sieht richtig prima aus. Sehr schön. Ja, und der Marco ist hier schon wieder am davor hocken und Bilder machen. Was hast du denn da gefunden, lieber Marco? Wie wir es jetzt auch schon hier hatten, den violettstieligen Pfirsichstäubling. Da freue ich mich natürlich auch riesig drüber, weil bei mir im Erzgebirge habe ich den jetzt auch nicht so. Also das, wenn ich da im Jahr mal einen finde, bin ich da zufrieden. Aber wir kommen hier rein und hast du da welche, also das ist hier anscheinend ein richtig verbreiteter Pilz in dieser Region. Und der Wald ist, wie gesagt, super hier. Das Fichte, Buche, Eiche, hier ist alles dabei. Also ja, da freuen wir uns richtig. Also ich finde es ein sehr schöner Fund hier. Wir schauen es uns nochmal an. Seht ihr, Pilzfreunde, hier also wirklich eine wunderbare Gruppe. Rechts natürlich ein etwas älterer. Der ist auch ein bisschen aufgerissen hier. Aber hier so dieses, ich sag mal, kleine Nest mit den zwei Stück sieht natürlich richtig dolle aus. Fantastische Sache. Also über die Art freue ich mich auch genauso wie der Marco, weil er bei uns eben genauso selten zu finden ist. Auch hier zeige ich euch mal wieder, wie der Wald aussieht. Also hier oben, da hinten kommen ein paar Fichten, auch ein bisschen jüngerer Bestand. Aber hier rüber, seht ihr, sind überall Buchen. Da geht es auch ein bisschen den Berg hoch mit viel Buchenbestand. Also wirklich ein ganz abwechslungsreicher, interessanter Wald. Wenig Unterbewuchs, das ist auch immer ganz gut. Also kein Farnkraut, Brombeeren, Himbeeren und anderes, was hier den Boden bedeckt. Das ist immer ein guter Standort für die Pilzsuche. Und so wie ich hier rede, haben wir gleich wieder etwas entdeckt. Ich versuche hier mal ein bisschen ranzugehen. Und das ist wieder ein violettstieliger Pfirsichtäubling. Ganz wunderbar. Also die begleiten uns hier jetzt schon in mehreren Exemplaren auf der Tour. So, und der Marco hat hier das Exemplar entnommen. Und was man hier sehr schön sieht, liebe Pilzfreunde, ich denke, man sieht es ganz gut, das sind diese violetten Töne am Stiel. Die stellen sich meistens so ein, wenn der Pilz ein bisschen älter ist. Also hier sehr schön zu sehen. Und deswegen der Name violettstieliger Pfirsichtäubling. Das mit der Huthaut habe ich ja vorhin schon mal erklärt. So Leute, wir sind hier beide schwer begeistert und richtig aus dem Häuschen. Denn mit diesem violettstieligen Pfirsichtäubling geht es hier in dem Wald so weiter. Wir sind hier gerade wieder noch einen anderen Weg gegangen. Gehen jetzt so ein bisschen den Berg hoch und hier schaut mal Leute, was hier für wunderschöne Exemplare stehen. Ganz fantastisch. Ganz jung, knackig, frisch, so müssen sie sein. Der hier und hier drüben, seht ihr diese Zweiergruppe, auch ganz wunderbar. So Leute, schaut euch das mal an, das sieht hier ganz merkwürdig aus. Ich muss hier mal so ein bisschen hin und her gehen. Also hier hat es wirklich so einen riesen Haufen gemacht, richtig rausgedrückt. Nadelstreue, Laubstreue, ist hier vollkommen durcheinander, weil wir hier so einen Mischwald haben. Und wenn ich hier in die Mitte reingucke, dann sehe ich so weiße Farben. Das ist irgendein großer Milchling, nehme ich mal an, der hier wirklich alles rausdrückt und hier richtig die Erde mit raushebelt und hier der Fruchtkörper ringsrum so eingeschlossen ist, eben durch das Laub und die Nadeln. Also das ist ein ganz ungewöhnlicher Anblick, habe ich so auch noch nie gesehen. Ganz interessant. Ja, und wieder haben wir etwas gefunden, hier was relativ Kleines, so Kugelartiges, eher Unscheinbares. Das ist hier einer der Kartoffelbowiste oder Hartbowiste. Die sind natürlich nicht essbar, die sind giftig.
ja, bei Bovisten muss man immer schauen, die weißen Boviste und Stäublinge sind alle essbar, solange sie auch innen noch weiß sind und fest sind. Aber hier bei diesen Exemplaren, die also außen schon ganz anders ausschauen, muss man sehr aufpassen. Und hier haben wir eben einen Kartoffelbovist, Hartbovist, und die sind wirklich recht potent giftig. Aber den nehme ich natürlich auch mit, was ich schon sagte, den nehme ich mit für meine geführte Tour, die am Sonntag stattfindet, und da habe ich wieder was Interessantes zum Zeigen. Ja, liebe Pilzfreunde, wenn ihr mich mal auf einer so einer schönen Tour wie heute begleiten wollt, da gibt es eine Möglichkeit. Schaut auf meiner Webseite unter snokri.com, findet ihr alle Informationen. Da könnt ihr Touren buchen, da könnt ihr auch mal ein Seminar besuchen bei mir. Da lernt ihr richtig das Pilze bestimmen. Ja, und wer in meinem Online-Shop vorbeischaut, der ist auch unter snokri.com zu finden. Da gibt es zum Beispiel solche schönen Pilzsammelkörbe und noch andere Modelle oder diese praktischen Pilzmesser, Pilzliteratur und viele, viele schöne Dinge rund um das Thema Pilze. Schaut gern mal vorbei unter snokri.com. Ich werde den Link natürlich wie immer auch in die Videobeschreibung setzen. Und wieder haben wir etwas gefunden. Das ist hier wirklich ein sehr schönes Gebiet, muss ich sagen. Und schaut mal, hier haben wir auf jeden Fall einen Pilz vor uns, der hier Hüllreste auf dem Hut hat. Wir haben hier auch so rötlich-bräunliche Töne. Und ja, mit einer gewissen Erfahrung kann man hier von oben eigentlich schon erkennen, dass es ein Perlpilz sein müsste. Wir nehmen den auch mal raus. Und da sehen wir wieder typische Knollenform, diese zwiebelförmige Knolle. Wir sehen, der hat eine Teilhülle, und das passt alles wunderbar zum Perlpilz. Ja, Pilzfreunde, das geht hier an der Stelle mit Täubling so weiter. Hier mal wieder etwas anderes und hier diese typischen Hutfarben für den fleischroten Speisetäubling. Den holen wir auch mal raus. Sehr schöne Exemplare. Prima, die sehen richtig gut aus. Sehr schön. Auch das wieder was für unser Sammelkörbchen. Ja, und wieder haben wir einen sehr, sehr schönen Täublingsfund gemacht. Ihr seht schon hier, der Hut ist so ein bisschen weißlich bereift. Vielleicht sieht man es im Video gut, ich hoffe es mal. Den haben wir gestern schon mal gefunden, das ist wieder der blaugrüne Reiftäubling. Auch ein sehr, sehr hübscher Täubling, ein milder Täubling, der also auch essbar ist. Und das hier wirklich ein sehr, sehr schönes Exemplar. Der wäre jetzt wirklich auch für Speisezwecke super geeignet. Auch eine leicht kenntliche Art eben durch diese Bereifung. Ich hoffe mal, im Video kommt es einigermaßen rüber. So Leute, auch wieder ein wunderbarer Fund. Und ich muss sagen, der steht hier mitten auf dem Weg. Und jetzt machen wir den mal ein bisschen frei. So eine Bürste am Pilzmesser ist da eine ganz praktische Sache. Na, von der Farbe her könnte es gut ein Frauentäubling sein. Schönes, kräftiges Violett, das würde hier ganz gut passen. Wir nehmen den auch mal raus. Schauen mal, naja, von den Lamellen, schauen wir mal. Na, die splittern doch. Also, hier haben wir splitternde Lamellen. Ja, seht ihr hier? Und da ist es kein Frauentäubling, aber von der Farbe her ist er sehr ähnlich. Und da könnte das hier der Papageientäubling sein. Müsste man jetzt kosten, ob er mild schmeckt, dann würde es auf jeden Fall passen. Der wird auch im Übrigen kleiner Frauentäubling genannt. Ihr seht schon, der ist so vom Habitus ein bisschen schmächtiger als ein Frauentäubling. Also Pilzfreunde, der Buchenwald ist wirklich ganz fantastisch hier, ein ganz interessanter Wald. Und hier an dieser alten Buche, seht ihr, sind eine ganze Menge so helle Pilze dran. Das ist hier der Lungenseitling. Im Prinzip ein essbarer Pilz, aber die Exemplare hier sind leider nicht mehr gut. Die sind hier schon am Vergehen, sind auch eingetrocknet, hängen hier so runter. Wir schauen mal drunter, sehen wir zumindest noch die Lamellen. Lungenseitling, ein Verwandter vom Austernseitling, den man eben über den Sommer finden kann. Aber wie gesagt, die Exemplare hier, die sind nichts mehr für den, ja, für den Kochtopf. Und wieder haben wir einen wunderschönen Täubling gefunden. Das ist hier wieder der violettstielige Pfirsichtäubling. Also definitiv hier eine häufige Art. Auch ein sehr schönes Exemplar wieder. Also hier in dem Buchenwald ganz, ganz typisch, offensichtlich. Ja, also hallo Pilzfreunde. Ich bin ja sehr begeistert von diesem Wald, diese vielen Buchen. Das mit dem Steinischen, das kenne ich ja gar nicht und sowas. Also es ist ein traumhafter Wald. Und Bernd, was ist denn das dort? Das ist doch nicht etwa. Schon wieder so eine Lücke. Leute, wir haben, der Marco hat hier beim Reden gerade was entdeckt. Wir gehen jetzt einfach mal drauf zu. Was ist das denn? Das ist ja. Ob die echt ist?
Das gibt's ja nicht. Boah, das ist ein Brocken. Ist das wirklich eine? Das sieht wirklich so aus. Leute, das ist der Hammer. Ist das gar eine Krauseglucke? Nee, breitblättrige ist das wieder. Na? Ei, das ist ja Wahnsinn. Schaut euch diesen Brocken mal an. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weit weg hier. Da kann der Marco das mal richtig zeigen. Ja. Das ist ein Brocken. Das ist ja der reine Wahnsinn. Und hier kommt also richtig dieser Waschküchengeruch schon entgegen. Das merkst du wirklich richtig. Scheint, wenn die ein bisschen älter sind, man sieht es ja auch schon. Ja, die ist schon älter. Die ist ein bisschen älter. Ah, das ist ja ein Brocken. Ja, so richtig wie Waschküche. Absoluter Wahnsinn. Also mein lieber Schorli, das ist ein Ding. Absoluter Hammer. Super. Und heute hier am zweiten Tag, ich würde mal sagen, das ist das Highlight. Auf jeden Fall, das ist ein Highlight heute. Also erstens mal, weil die bei uns eigentlich fast nie zu finden sind. Und dann dieses Riesending hier. Ist ja irre. Oh, das ist ein Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Sehr gut. So Leute, während der Marco hier beim Fotografieren ist, von der großen breitblättrigen Glucke und schwer am Grinsen, wirklich ein toller Fund, da habe ich gerade wieder was gesehen. Und da gehen wir auch mal drauf zu. Ist einfach nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Also offensichtlich ist die breitblättrige Glucke hier ja nichts Besonderes, offensichtlich weit verbreitet. Auch hier wieder eine, ja, die ist auch schon etwas älter. Aber die nächste breitblättrige Glucke. Das ist jetzt Glucke Nummer 4, die wir in den 2 Tagen gefunden haben. So Leute, wir sind ja immer noch in diesem Buchenwald unterwegs. Und was soll ich euch sagen? Hier sind überall Täublinge, überall der violettstielige Pfirsichtäubling. Schaut euch das mal an. Hier auch ein ganz tolles Exemplar, ganz jung und knackig. Ich gehe hier rüber mal. Hier stehen die nächsten. Also hier mit den Täublingen ist richtig was los. Hier die nächsten Pfirsichtäublinge und bei Marco vorne sind noch mal welche, aber hier auf dem Weg dahin die nächste Gruppe. Und hier, Marco, was hast du? Oh. Wunderschöne Pfirsichtäublinge. Ganz wunderbar. Auch da eine sehr, sehr schöne Gruppe. Also definitiv hier eine dominante Art in dem Wald. Dann hast du das auch hier unterm Laub. Oh ja, hier die nächste. So richtig schöne Junge. Ja, sehr schön versteckt hier drunter. Ganz, oh, der sieht ja toll aus. Wunderbar. Also wirklich wie gemalt, wie aus dem Bilderbuch. Ein wunderschöner, violettstieliger Pfirsichtäubling. Ganz wunderbar. Ich gehe hier noch mal ein Stück weiter. Wir sind ja an so einem Weg hier unterwegs. Und hier steht der nächste. Einfach fantastisch. Ja, jetzt haben wir uns gerade über diese wunderbaren Täublinge gefreut. Und da steht hier am Wegesrand wieder was sehr Schönes. Und vielleicht seht ihr das auch schon. Das sind wieder Perlpilze und zwei wirklich ganz frisch gewachsene, mustergültige Exemplare. Also es sieht hier wirklich in dem Wald so aus, dass hier so richtig was losgeht. Ich denke mal, in nächster Zeit, wenn es auch dann endlich mal wieder ordentliche Niederschläge gibt, dann wächst hier noch viel, viel mehr. Aber jetzt die Funde sind schon wirklich beeindruckend. Sehr schönes Exemplar. Schaut euch das mal an. Wirklich mustergültiges Exemplar von einem Perlpilz. Was für eine tolle Pilzexkursion. Was für 2 tolle pilzige Tage hier in Bayern liegen hinter uns. Und Marco, du stimmst mir bestimmt zu, das waren fantastische 2 Tage. Also wir haben fantastische Funde gemacht. Wir haben jetzt nicht die großen Speisepilzfunde gehabt, aber das, was wir finden wollten, was wir bei uns nicht so finden, das haben wir auch hier gefunden. Ja, absolut. Und gestern war es ja doch ein bisschen verhalten. Und wir haben trotzdem gute Funde gehabt. Gestern natürlich hier die breitblättrige Glucke. Und heute hat es nochmal so einen richtigen Hammer gegeben, indem wir hier vorhin also diese riesige breitblättrige Glucke gefunden haben. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt hier am 2. Exkursionstag wirklich nochmal super Funde gemacht. Die Täublinge, die waren wirklich überragend. Hier der Pfirsichtäubling, den man eben bei uns praktisch fast nie findet. Ja, und die Glucken eben hier, die breitblättrige, scheinen hier wirklich häufig zu sein. Also von daher super tolle Funde. Ich bin echt zufrieden. Und auch hier unser Aufenthalt war sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall. Also muss ich sagen, wo wir hier angekommen sind, wir sind jetzt gleich wunderbar empfangen worden. Die Leute haben nur gesehen, also die Gastwirte und der Wirt, dass wir in der Schwammer wollen, die Kürbe. Und da sind wir gleich angesprochen worden und haben sich gefreut, was wir da hier vorhaben und so weiter.
dann im Wald, wir sind ja von so vielen Leuten angesprochen worden, von Spaziergängern, die sich da gefreut haben, dass wir hier sowas machen. Die haben natürlich gestanden, wo wir herkommen, was wir für Entfernung auf uns genommen haben, richtig, um den schönen Wald zu erkunden. Ja, ja. Aber es war wunderbar, hier kann man ja nicht anders sagen. Wir hatten wirklich wunderbare Begegnungen und die Leute haben ganz offen reagiert, neugierig und wir haben uns gut unterhalten, den Leuten viel erklärt, auch einfach schon an den Parkplätzen, wo wir gestanden haben. Also wirklich, wir haben uns hier in Bayern, in Niederbayern hier speziell wirklich richtig wohl gefühlt. Ja. Und das waren zwei richtig tolle Schwammerltage. Ja. Ja, das habe ich auch gelernt, dass man hier Schwammerl sagt und nicht Pilze. Ja, ja, liebe Pilzfreunde, in diesem Sinne werden wir uns langsam von euch verabschieden. Zwei wunderbare Tage, wie gesagt, liegen hinter uns. Jetzt liegt noch die Rückreise vor uns. Eine längere Autofahrt, aber das werden wir mit einem guten Gewissen hinter uns bringen. Ein breites Grinsen im Gesicht. Das hat uns die zwei Tage jetzt hier ständig verfolgt. Ja, zum Schluss gibt es natürlich auch hier wieder, wie gewohnt, den Blick in den Korb. Diesmal bitte bedenken, dass hier eine ganze Menge Pilze dabei sind, die ich gesammelt habe für eine kommende Führung, wo ich wieder mit Leuten unterwegs bin und bereite diese Sachen ja entsprechend vor, bringe immer schon Pilze mit, über die ich dann was erzählen kann. Also das seht ihr natürlich auch in den Körben, aber es sind auch eine ganze Menge Speisepilze dabei. Also auch von daher hat es sich richtig gelohnt. Also liebe Pilzfreunde, wir sehen uns dann sicherlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Und bis dahin sagen wir heute mal zu zweit Tschüss. Tschüss. Tschüss.